einen guten Morgen von mir. Aus Brighton. Wir sind schon angekommen. Ging ein bisschen schneller als gedacht. Ich bin vor allem noch eingepennt im Zug. Also ich sag mal so, wenn ich im Zug besser pennen kann als im Hotel, dann stimmt irgendwas nicht. Aber gut. So, dann gucken wir uns jetzt mal an, was dieses Hafenstädtchen so zu bieten hat. Ich bin gespannt. So, Planänderung, bevor wir irgendwas machen. Ich will jetzt erstmal gefrühstückt. Mit dem absoluten Luxusfrühstück. Aber das ist das, was so geil ist in London. Oder generell, was heißt London in England? Diese Meal Deals. Das ist dann so ein Sandwich plus ein Getränk plus eine Süßigkeit für 3,50 €. Also normal wäre das so bei 6-7 Pfund gewesen oder so. Ich sag's ja nur. Genauso geil sind halt überall also diese Self-Checkout-Kassen. Also da können wir uns echt noch eine Scheibe von abschneiden. Richtig alten, klassischen Jahrmarkt, wirklich. Doch, so Jahrmarkt-Feeling kriegt man so hinter. Richtig schön klassisches Horrorhaus, weißt du? So dieses Pferdekarussell. Und diese 0815 Achterbahn. Ist schon ganz cool gemacht eigentlich. Echt ganz lustig. Also mit Star Wars fangen wir jetzt auch noch an. Irgendwie ganz wilder Ort, ey. Keine Ahnung. Die sind total geil drauf in Brighton. Die
so dermaßen entspannt. Das ist so total gesprächig und so richtig, richtig geil. Oh Mann, jetzt bin ich mal gespannt, wie es da hochgeht. Wieder unten. Ja. War ganz schön, war ganz cool. Aber halt Kamera unfreundlich as fuck. Alter, hat das gespiegelt, als gäbe es kein Morgen. Also das Schlimmste, was man der Kamera antun konnte, hat an diese Kuppel gebracht. Aber das Handy hat es dann noch irgendwie rausgerettet, einigermaßen. So, dann werde ich jetzt hier noch so ein bisschen rumchillen und dann weiß ich nicht. Geht mal zurück nach Landen oder so. Mal gucken. So, Alter, scheiße, was ist mit der Friese los? Ja, ich verabschiede mich jetzt aus Brighton. Eine sehr, sehr schöne Stadt, sehr bunte Stadt vor allem. Also wenn ihr mal irgendwie mal einen Tagesausflug geplant habt, England-technisch oder ihr seid in London, fahrt wirklich mal einen Tag nach Brighton. Richtig, richtig geil. Auch am Strand habe ich mich so eine Stunde hingechillt, wirklich. Also Schuhe, Socken weg, T-Shirt aus, einfach nur hingechillt. Traumhaft, einfach nur schön. Deswegen. Kommt gerne nach Brighton, ist wunderschön hier. Absolute Empfehlung. So, wieder zurück in London. Und ja, ich sehe nicht nur verbrannt in der Fresse raus, ich bin überall verbrannt. Also ich habe mir voll den Sonnenbrand eingefangen in Brighton. Aber das war geil. Muss ich sagen, das war eigentlich der geilste Moment bislang. Auf diesem Urlaubstrip. Das hat sich aber nur geil angefühlt. So, jetzt gehen wir noch was essen. Beim besten Türken in London. Meiner Meinung nach. Ich war schon bei ein paar mittlerweile. Und dann gehen wir mal zu St. Paul's Cathedral. Da nochmal nach Fotografie. Und dann sind wir auch durch. So. Wisst ihr, da kommt man gerade im Norden Londons wieder an. Will sich gerade was zu snacken holen. Und was an uns da ist, ne? Kai Havertz. Der. egal. Willkommen beim wirklich einen richtigen Club von London. Diese komische Chelsea-Kacke da oder Tottenham. Nee. Hier bist du schon besser aufgehoben, auf alle Fälle. Ja, was soll ich gerade sagen? Ich habe gerade so einen geilen Spot für die St. Paul's-Kirche gefunden. Und dann stellen sich jetzt halt wirklich auch noch Leute hin und kopieren meine Position. Irgendwie ganz geil. Ich habe mich da ja wirklich einmal nur hingestellt. So die Position betrachtet und ich dachte mir so, das ist die perfekte Sicht. So in dem Moment kam der dann von rechts angelaufen und dann meinte nur die Dame zu mir, we copy you, that's the perfect position. Und so, ja. Und haben es wirklich auch nachgemacht. Cool. Hab mich gefreut irgendwie, ich weiß auch nicht.
damit verabschiede ich mich dann auch vom letzten richtigen Tag in London, von der Millennium Bridge aus. Bilder sind gemacht, sind ganz okay, ist zwar nicht so geworden, wie ich es mir erhofft habe, ist ohne Stativ, aber einfach auch nicht möglich. Erstens das und zweitens mal ist hier nur so ein Aluboden. Jedes Mal, wenn da einer rüber latscht, dann spürst du das auch direkt und selbst mit dem Stativ wird es dann wackeln. Also ja, egal, machen wir das Beste draus. Morgen fliegen wir ab und dann ja, geht's wieder nach Hause. Naja, denn in dem Sinne sehen wir uns dann morgens am Abflug wieder. So, guten Morgen. London weint so ein kleines bisschen. Nee, so ein leichter Nieselregen. Tut aber eigentlich auch ganz gut, gerade auch beim Sonnenbrand. Also, ich habe gerade ausgecheckt und jetzt geht's Richtung London Heathrow Terminal 5. Da wartet dann der British Airways Flug zurück nach Frankfurt. Bald wieder. Bis dann, macht's gut, macht's besser und ciao, ciao.